Hallo liebe Freunde der gepflegten Sondelunterhaltung, ich bin's der Marius vom Kanal Lechsonde und heute bin ich nicht alleine unterwegs. Wir machen heute einen Raw und Uncut. Die Kamerafrau ist heute mit am Start. Hallo! Und wir haben noch tatsächlich noch eine Wiese gefunden, die noch von der Größe, von der Länge her noch ganz okay ist. Und wir schauen mal, was hier heute so geht. Wer Raw und Uncut kennt, der weiß, man braucht erstmal einen Timer. Den schmeiße ich jetzt mal an. Timer. Halt, da waren es noch 25 Minuten. Laufen jetzt. Handschuhe gehen an. Und viel Erfolg, gut los geht's, würde ich sagen. Danke. Schauen wir mal. Hier in der Nähe ist es auf jeden Fall interessant, weil hier natürlich die Römer waren. Wer auch sonst? Die Römer waren. Ja, das ist noch nichts. Die Römer waren am Start und haben uns vielleicht noch was dagelassen. Übrigens, jetzt habe ich der Lechsonde so eine schöne Checkliste gemacht, dass er ja an alles denkt. Ja. Wer hat die Checkliste heute nicht gecheckt? Ich natürlich. Was wurde vergessen? Kopfhörer haben wir nicht dabei. Aber hier haben wir mal ein Signal, das höre ich auch so, Gott sei Dank. Gucken wir mal, was das wird. Ob das was wird, drückt mir die Daumen. Machen wir mal noch einen Stich rein. Okay, na gut, ich guck mal mit dem Pinpointer. Schön gerade hier alles. Ob ich da was finde? Ja, das hört sich doch mal gut an. Oh, wir haben es schon. Na, wo ist es denn? Ach, das hier. Oh, ach, hör auf. Ich habe gesagt, die Römer waren hier. Krass. Und hier haben wir eine römische Zwiebelkopffibel, zumindest den vorderen Teil. Das gibt's ja nicht. Das ist ja krass. Das erste Signal, das kann doch nicht sein. Wie soll das hier weitergehen? Zwiebelkopffibel. Ich glaube das jetzt gerade nicht. Das ist ja ein Knaller. Okay. Also, hui, das ist natürlich wild. Dankeschön. Leute, ich kann dazu nichts weiter sagen. Das ist auf so kann es weitergehen auf jeden Fall. Ja, natürlich. Keine 3 Minuten. Schön. Vor allen Dingen, naja. Wild, wild, wild. Okay, krass. Sehr na schön. Gut, dann schauen wir gleich weiter. Wir waren ja erst pessimistisch, ob wir überhaupt irgendwas heute noch finden, wo ein Feld frei ist von ihm. Ja. Und oder dann Wiese oder wie auch immer. Aber haben wir hier gleich eine schöne Wiese. Manchmal läuft's. Ah, genau, ich darf nicht vergessen, ich lasse das Loch hier mal ganz kurz offen. Wegen Einmessen nachher. Ja. Das mache ich erst nachher. Dann schauen wir mal, was hier das Feld noch so zu bieten hat. Die Wiese, besser gesagt. Das Coole ist, ich kann mich hier. Oh ja. Soll ich mal ein Eisensignal graben? Grab mal. Mach mal, wir haben doch Zeit. Ich grab mal ein Eisensignal, wir haben ja Zeit. 25 Minuten. So. Mal gucken, vielleicht ist es ja auch mal was Cooles. Oh, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen verstochen. Regenwürmerparty. Ja, das kommt so ein bisschen mit einem Mischsignal rein. Das ist jetzt der Schatz. Natürlich ist es genau da. Dazwischen. Und dagegen nochmal so ein Hortfund. Hätte ich natürlich nichts einzuwenden. Und die Zwiebelfibel, sage ich schon. Ah, okay, es ist ein großes Eisenteil, wie wir ja schon gesagt haben. Und das ist, denke ich mal, nicht alt. Das kann in den Müll. Machen wir hier wieder zu. Also Wiesensäuberung, oder? Ja, natürlich. Wir machen die Wiese auch ein bisschen sauber, damit die Regenwürmer nicht außen rum graben müssen, um die ganzen Eisensachen. So, okay, weiter geht's.
War übrigens heute die Idee der Kamerafrau, dass wir hier heute eine Runde gehen. Finde ich natürlich gut. Wenn wir schon nicht im Urlaub sind, sind wir halt hier. Wer kann da schon Nein sagen? Ne, das ist nix. Der Deus, der ist ein bisschen leise, der Deus 2 hier. Ohne Kopfhörer, aber... Ne, das war auch nix. Naja, okay, machen wir weiter. Ich könnte dann der nächste Fund kommen, so alle 3 Minuten hätte ich eigentlich nichts dagegen. So alle 3 Minuten wäre gut, ja. Oder? Bin ich dabei. Gut. Aber aktuell sieht es nicht so aus. Die römischen Zwiebelkopffibeln wurden übrigens meistens von Militärangehörigen getragen. Und ich dachte, hier hätten wir jetzt. Nee. Noch nicht? Na, was denn? Doch. Nee. Nein? No, no. Man hört den Detektor fast gar nicht. Das ärgert mich ein bisschen. Leise. Das ärgert mich ein bisschen und ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht muss ich hier mal draufklopfen. Naja. Ja, solange du ihn einigermaßen hörst und wir die Funde sehen, ist doch alles gut. Ja, so grob höre ich ihn schon. Das ist Eisen. Ich hab's auch gehört. Ja, aber da ist leider zu viel Eisen mit dran. Das könnte wieder nur so ein Teil von gerade eben sein. Das ist übrigens die zweite Zwiebelkopffibel, die ich gefunden habe. Die eine, die ist noch, also die sieht richtig knallermäßig aus, die ist noch verziert und ist ein bisschen größer noch und massiver. Aber trotzdem schon lang keine Fibel mehr gefunden. Freut mich natürlich jetzt. Auch wenn hier die Funde jetzt gerade noch ein bisschen dünn sind. Wie lange sind wir unterwegs? Oh ja, 8 Minuten und wir haben einen Pfund. Wenn alle 8 Minuten ein Pfund kommt, dann kommen wir genau hin. Können wir mal graben, das ist hier. Da ist zwar auch ein bisschen Eisen dabei. Ich kann es nicht. Ja, hier irgendwo. Da muss ich leider ein bisschen größer machen. Weil das Signal nur ganz zart reinkommt. Zack. Regenwurmparty. So, mal mit dem Pinpointer gucken. Ich glaube zwar nicht, dass da schon was geht. Mal schauen, was haben wir hier? Na, das sieht. Ja, nee. Hier haben wir auf jeden Fall aber irgendeinen Ziegel. Oh, den nehme ich auch mal mit. Der ist auf der einen Seite schwarz und auf der anderen Seite rot. Warte, ich komme. Da muss ich mal sauber machen, dann blende ich euch auch mal ein. Das ist auf jeden Fall zu leicht für Metall, auch wenn es so aussieht. Nehme ich mal mit, messe den dann noch ein. Aber jetzt sind wir ja nicht wegen dem Ziegel. Ah, hier. Ah, okay. Hier ist das Signal, was ich... Ja, hier ist es. Jetzt weiß man, warum es so leise war. Es war relativ tief und ist klein und ist Eisen. Aber gut. Lassen wir offen für nachher noch.
Okay, wo ist die Spur? Hier ist die Spur. Ja, auch so Ziegelsachen können interessant sein, können dann Rückschlüsse drauf zulassen, sind für die Archäologen immer spannend. Na, den hier. Das ist aber jetzt schön deutlich. Ist aber auch Eisen mit dabei. Aber schön. Mal gucken, vielleicht sind es ja zwei Sachen. Man weiß es ja immer nicht, ne? Kann ja alles möglich sein. Ja, doch, man hört es also schon deutlich. Ich habe auch genau die Mitte erwischt, das ist gut. Hier erstmal so ein bisschen locker machen. Oha. Wir kommen näher dran. Okay, immer noch tiefer, ist ja krass. Das ist die Schatzkiste. Das glaube ich nicht. Da unten lag was, glaube ich, gerade. Na, sag mal, okay, dann sehe ich da braunen Rost. Okay. Würde dann auch zu dem Eisen passen, was da so ein bisschen mit dabei war. Oh Mensch, das ist aber was Großes hier. Sag doch, das ist meine Schatzkiste. Ja, wenn es so tief ist. Ah, okay. Jetzt kommt mehr brauner Rost. Und was haben wir hier? Hier ist es das hier. Das ist aber nichts aus Metall. Das ist ein Stein, so wie es aussieht. Ah, haben wir doch was? Nee, keine Schatzkiste. Schade eigentlich. Irgendein Eisenteil. Das könnte ein Granatsplitter sein, so wie es geformt ist. Naja, okay. Nochmal testen. Ja, aus. Ja, dann aus, bin ich zufrieden. Ist okay. Ich schwenke ja eh nochmal drüber dann. Wenn ich lasse da doch noch meine Schatzkiste liegen. Ja, unten drunter, stimmt. Haben die Römer erst einen Granatsplitter hingelegt und dann die Schatzkiste, stimmt. Jo, das war's. So. Na gut. Kann ja nicht der nächste Fund gleich wieder irgendwas Dolles sein. Das habe ich mir auch gerade gedacht, wenn man schon mit so einer Fibel durchstartet, das ist doch eigentlich schon. Ja, ist schwierig. Weil eigentlich möchte man ja so eine kleine Spannungskurve drin haben. Ja, hier ist auch wieder Eisen dabei, aber mein Gott, wir graben es halt mal. Ne, das grabe ich nicht weiter. Ist jetzt noch mehr Eisen geworden, das lassen wir. Na, sparen wir uns die Zeit. Aber hier. Oh, das ist so leise und durch den Wind. Ach, Kopfhörer vergessen ist echt Mist. Naja. Ah, was will ich machen? Kann man nichts machen. In seinem langsamen Tuckerflugzeug. Ich habe mir auch gerade gedacht, der macht einen ganz schönen Krach hier. Okay, wir gucken mal hier rein. Da kann ich nochmal mit dem Spaten dran.
Ja, okay. Es ist rot. Keine Schatzkammer. Nee, keine Schatz irgendwas. Oh, warte mal, das ist aber... Was ist denn das? Nee. Guck mal, da ist noch was drin. Das ist kein Schnaps. Nee, das ist kein Schnaps. Das ist, Sei vorsichtig. Oh, das, guck mal. Auch kein... Riecht das nach Alkohol? Warte. Riecht nach gar nichts, oder? Riecht nach gar nichts. Spannend. Wer weiß, was das ist, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Kann man also ganz easy auf und zuschrauben. Und vielleicht hat ja auch jemand irgendwie eine Idee, wie alt das sein könnte. Ist das Medizin oder was ist das? Das ist auch so, sieht so ein bisschen dickflüssig aus. Spannend, spannend, dass man alles so findet auf der Wiese. Mhm. Kann man das als Fund gelten lassen? Ach, das lassen wir einfach gelten. Komm, zack, hoch. Das erstmal weg. Hast du mich gerade ausgelacht? Das ist Nein, gar nicht erlaubt hier. Ich lache mit dir. Ach so. Würde ich mich doch nie trauen. Aber auch das Ding, das war wieder relativ tief drin. Aber ne, das ist halt Wiese. Da liegen halt die Funde nicht oben. Aber das macht nichts, man muss es ja sicher nicht immer leicht machen. Eisen, dickes Eisen. Den DS2 kann ich hier übrigens auf der maximalen Sense fahren, das ist gut. Und ja. Deswegen. Oh, das hört sich gut an. Ein 60er-Signal. Leute, Daumen drücken bitte. Daumen ganz drücken. Feste. Wenn ich jetzt Daumen drücken, lasse ich das Handy los. Ja, du nicht. Okay. Die Zuschauer wäre gut, wenn die das drücken. Und ihr könnt auch mal den Daumen nach oben drücken, unterhalb vom Video, wenn ihr wollt. Und ein Abo dalassen. Hammer direkt hier draus. Das ist doch mal sehr gut. Ich leg den mal hier rüber. Bin ich ein bisschen in der Mitte. Zack. Ja, jemand einen Regenwurm. Hey. Du kannst gleich wieder. So, hier irgendwo. Moment. Ach, da sehe ich es schon, oder? Ist es das? Ja, es ist eine Plombe. Aber die ist leider. Boah, die ist ziemlich fertig. Also ziemlich platt. Leider, leider. Aber ich tue mal zur Fibel dazu. So. Ihr könnt ja mal unter das Video kommentieren, wer von euch alles zur DSM kommt. Bei uns wird, also wir werden da sein, der gesamte Lechsonde-Clan wird anrücken. Und da außer zwei. Außer Vierbeiner. Ja, gut, der zählt nicht. Und dann machen wir uns da zwei, drei schöne Tage dort bei euch. Das klingt auch nicht gut. Ja, auf einer Wiese sind die Signale natürlich seltener, ne? Wie lange haben wir denn? 19. Noch 6 Minuten haben wir. Komm, ein Pfund geht noch. Einer wäre noch schön. Mal ein bisschen an. Mach mal. Dann wäre ich auch zufrieden. Aber selbst wenn es keiner mehr kommt, die ja, Fibel... Die Fibel, die... Das ist eigentlich... Die Fibel, das ist ja... Also ich meine, ich freue mich ja schon immer über Silber, und aber so eine Fibel ist natürlich noch mal seltener. So, wir haben die Mäuschen schon ein bisschen vorgegraben für uns, aber haben wir leider nichts rausgeholt. Schade. Nein? Nee. Ja, oder vielleicht gut. Also so das eine oder andere Eisensignal liegt schon hier. Aber nicht das, was ich gerne finden möchte.
ein schönes, knalliges, so ein Denar, so ein Silberdenar. Das wäre noch da, das wäre noch, boah, mein ich lieber bin Schwan. Für die Schatzkiste. Damit wäre dann die. Damit wäre dann die Folge spitzenmäßig. Was haben wir hier? Da ist auch zu viel Eisen mit dabei. Aber sehr große Eisensachen, die wären dann auch, machen dann auch ein gutes Signal irgendwann. Sogar kleine Nägel machen aus, wenn man aus der richtigen Richtung schwenkt, auch ein gutes Signal. Deswegen. Nee. Ja, was ist denn jetzt mit der Sonne los, ha? Ja, die Sonne, die ist sich noch nicht so einig. Das ist eine sehr schöne große Wiese. Mhm. Finde ich gut. Sehr schön ruhig. Die muss ich mich noch kümmern ein bisschen jetzt. Aber was ja gut ist, jeder Fund war ja bis jetzt nicht so direkt Schrott. Ja? Dieses Fläschchen, was wir da hatten, das war ja im Endeffekt. Ups, halt. Na bitte, 71. Die Fibel gerade war auch so. War auch so Anfang 70. Gucken wir mal. Wäre ja schön, nochmal irgendwas Schönes. Ja, Logo, das wäre ein Traum. Aber es wird wahrscheinlich kein Denar sein, weil Denare, denke ich mal, ein höheres Signal abgeben. Wenn die aus Silber sind und relativ dick. Okay, Augenblick. Holen wir noch ein bisschen raus hier. Vielleicht Sonne gibt alles. Schwenken wir nochmal. Oh, haben wir schon. Freude, Freude. Hoho. Schauen wir mal, ob Freude, Freude. Ach klar. Das klingt immer noch gut. Ja, hier, nee. Hier. Was haben wir hier? Was ist denn das? Ist das was Altes oder nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist sehr weich und ich glaube, es ist ein Alu-Schnipsel. Schade. Na, geh gut. Doch mal drüber. Ja, ja, mache ich ja eh. Aber da wird nichts mehr sein. Weil im Loch war gerade eben schon nichts. Jo. Ach, schade, schade. Gut, wieder zu. Wir waren nie hier. Lalalala. Okay. Noch ein Signal. Yippie. 2 Minuten noch, Leute. Ich würde sagen, es wäre jetzt ein schönes Endsignal. Und jetzt häufen sich die Signale. Dann mache ich ein bisschen hin, weil ihr wisst ja, es zählen alle Signale, die angezeigt werden innerhalb der Zeit. Und ach, verdammt. Naja, wenigstens haben wir es schnell gefunden. Patrone, oder? Eine Patrönge. Ist das ein Platzer? Nö, keine Ahnung. Ist das alt? Gucke ich dann später. Jetzt machen wir erstmal weiter schnell. Ah, hier liegt noch eins, 79, das ist auch wahrscheinlich noch meine Patrone, aber egal. Man weiß es nicht. Wir gucken nach, weil wir es eben nicht wissen. Man weiß es nicht. Aber Ende 70 sind meistens Patronen. Ja, da ist sie. Nochmal die gleiche. Sind die offen zu? Hm? Die sind alle abgefeuert. Gut. Projektile. Also muss ich keine Angst haben. Du musst keine Angst haben. Gut. Ich bin so eine kleine Schissbuchse. Das stimmt. Hey. Ja, man muss Frauen immer recht geben. Ich stehe dazu. Oh, hier. Ach, das ist. Was ist denn hier? Okay, nächstes Signal. Kriegst du, weißt du. Nochmal 75. Wahrscheinlich die. Nummer 3. Nächste Patrone. Ist ja auch Bodenräumung, sauber machen. Alles. Reinigung. Da ist es schon. Jo. Nochmal. Komm. Ein paar Sekunden hast du noch. Ja, ich gebe ja alles hier. Gib alles. Zack, zack. Ja. Was war okay, denn hier dann los? Nehmen wir die Patrone auch noch mit.
Ich meine, da vorne ist ein Jagdstand, ne? Vielleicht ist es auch irgendwas vom Jäger. Ich gucke dann mal, was der Bodenstempel sagt und habe das dann jetzt wahrscheinlich schon eingeblendet. Jo, nächste. Sag mal. Okay, wie viel Schuss haben denn so Jäger dabei? Was sagt deine Uhr? Die Uhr sagt jetzt Schluss, genau jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen. Ach, Leute, es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich muss hier gerade mal hier mit der Nase, zack. Es hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Lasst doch einen Daumen hoch da für die Fibel am Anfang. Der Rest der Funde, der war so ein bisschen, ne, aber gut. So ist das richtige Leben beim Sondeln. Außerdem könnt ihr, wenn ihr wollt, hier oder hier, je nachdem, wo Platz ist, blende ich es ein, noch ein weiteres Video anschauen. Kommentiert mal unten drunter noch, was denn euer tollster römischer Fund war. Ob ihr schon mal vielleicht eine römische Goldmünze, Silbermünze, irgend sowas habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Daumen hoch nicht vergessen und tschüss.